Naja, nach deinen Standards halt. Den kann ich löschen. Ja. Ein Gleiter. Können wir denn schon Gleiter herstellen? Nee. Nee, können wir nichts weiter herstellen? Okay, Gleiter können wir auch schon herstellen. Aber wir haben nur zwei Miasma-Sporen. Wenn jetzt einer sich einen herstellt, ist es Gleiter. Wenn sie Gleiter weg. Stelle haben wir schon. Kohle wird gerade hergestellt, dann können wir eine Schmiede bauen. Ich habe mal unser Komfortlevel hier zu Hause etwas erhöht. Eis 15 Minuten aufgeruht, Back. Ausgeruht. Ausgeruht. Back, nicht Back. Aff. Hey, Gott, das ist schrecklich wieder, ey. Oi. Werden wir alt und senil? Nee. Bist schon. Wusste nicht mehr. Brauchen wir gerade irgendwas? Nee, wa? Türen, Fenster und so weiter macht keinen Sinn. Brauchen wir noch nicht. Wahrscheinlich aber nicht viel. Weil. Egal. Geschirr, Holzgeschirr. Komm, damit sie pinkig schick aussieht. Kinders, ich habe ein bisschen gebratenes Fleisch, aber nicht alles auf einmal essen. Kostet ja nur Holz. Ich latsch mal durch die Gegend. Latsch doch. Wenn ich was finde, schrei ich. Okay. Ah! Können wir den Elixierbrunnen als nächstes machen? Was zu lesen? Ja. So. So. Guck mal hier, unser Esstisch, ist der nicht toll geworden? Ja, nice. Das sieht aus. Gut, ich meine, das Geschirr gibt keinen Buff, aber alles andere gibt Buff. Was? Auf dich auf jeden Fall einen Hingucker. So, wo wollen wir. Ach ja, wir wollten jetzt den Elixierbrunnen machen, wa? Ja, ich mache mir aber eben noch ein Schild. Ein Schild? Er hat hier noch keine tollen Sachen. Er hat hier. Nee, er hat einhändige Waffen. Warte mal, wir brauchen Nägel. Oh, ich brauche Nägel. Morgenstern, der ist okay. Nee, ich will gerne ein derbes Schwert haben. Oder eine einhändige Waffe. Wer ruft ihn jetzt an? Ja, deine Mutter. Ach so, war Tagesspiegel. Woraus können wir denn Nägel? Ach, zwei Nägel. Ich brauche mal einen Schrott für Nägel. Ich muss mir mal eine Waffe bauen. Brauche mal ein derbes Schwert. Richtig derb. So. Bin ich voll derb. So. Also hat er auch Schilde? Nee, ne? Nee. Schade. Ja. Sonst irgendwas? So. Feuerstern noch? Wären wir ja theoretisch ready. Ready sind wir. Schotto. Wo ist er denn jetzt? Den Städten da. Da ist er noch. Mach dir am besten noch eine Rüstung. Ich? Ja. Warum macht ihr mir keine Rüstung? Und gebt sie mir dann. Weil wir hier sitzen. Das siehst du doch.
Ey, ich muss einen Pilz kochen. Das ist wichtig. In der Kiste sind ganz viele gekochte Pilze. Ja, weil ich die gemacht habe. So, komm her. Ja, ich bin da. Anwesend. Nein, das habe ich an Dirk geschickt. Weil er näher dran steht. Was soll ich jetzt mit meinen alten Klamotten? Wegschmeißen, vernichten, löschen. Nein. Da kann doch jemand dran schnüffeln. Mhm. Was hast du da Schönes? Oh. So was mache ich mir, glaube ich, auch noch. Er hat sich ein Schild in ein da abgebaut. Heil dich mal, iss mal hier eine Beere. Nimm dir 20 Beeren mit und ess die, heilen wenigstens. Ach ja. Und was zu futtern einstecken. Genau, und was zu futtern einstecken. Also theoretisch kannst du immer einen Fleischbuff, einen Buff durch eine Beere und ich glaube, eine Buff durch einen Pilz liegt, glaube ich, auch noch zusätzlich. Das heißt, du kannst drei Buffs gleichzeitig haben. Oder durch Wasser. Und Wasser. Oder durchs Wasser. Ja, Wasser kannst du auch Buff haben, genau. Das ich glaube, warte mal, Pilz und Beere könnte das gleiche sein, glaube ich. Könnte gleich einen Buff-Platz einnehmen. Aber es bringt nichts, wenn du zum Beispiel dreimal Fleisch isst. Weil du Fleischbuff dann schon mit dem ersten hast und dann verschwendest die restlichen. Auf geht's. Soll ich euch mal ein Haus zeigen? Guck mal, hier im Jasper gibt es ein schönes Häuschen, wo man noch hingehen kann. Wo man noch ein bisschen paar Leute töten kann. Ja. Ja, das war hier direkt. Ja, ne? Genau hier rum, ja genau. Da bin ich nämlich vorhin zuerst hin wollen. Wollte ich hier. Aua. Wow. Flüssigkeit mitnehmen. Hier ist einer. Immer genug Flüssigkeit zu sich nehmen. Und zwei. Ich hier noch mit meiner. Wow, ollen Axt. Und ein gutes Schild. Ist mir sehr recht. Willst du ein Schild haben? Wer? Ich, wenn du ein Schild übrig hast, ja, gerne. Gib's Dirk, der ist eher Nahkämpfer. Ich ja eigentlich nicht. Nee, ich geb's dir. Dirk hat ja eins. Ich hab ein Holzschild, ja. Ich nehme natürlich immer gerne auch bessere Schilder. Ja, nee, ja ich hab nur ein gutes Schild jetzt. Aha. Achso, du hast das Gute und erst Holz hast du weitergegeben. Gut, okay, wir wollten jetzt zum Miasmogun. Genau. Hattest du gesagt. Hatte er. So wie er es gesagt hat. Hier, Standort unten. Wow! Wow! Okay, ich warte jetzt, ja? Und ja. Steffen auch! Wow! Ist ich bin extra an der Seite runtergegangen. Ist das hässlich. Oh, schön. Ich liebe es. Schön. Esst was, damit ihr wieder was zu Kräften kommt. Ja, lass mich mal einen Pilz essen. Im Zweifel hätte ich auch 6 Heiltränke bei, wenn es ganz eng wird. Ah, brauchst du nicht. Also hier sind doch die Gegner so schwach, dass du keine Heiltränke brauchst. Ah, oh, das sehe ich anders. Mel, du willst ja Magier werden, ne? Ja. Warte mal, ich gebe dir mal kurz was. Und jetzt, wenn du jetzt so einen Zauberstab hast, der Munition braucht, dann kannst du diesen. Ich habe nur noch 2 Minuten, ne? Ja, ja, kein Problem. Hier ist was, wo wir uns hoch machen können. Wir müssen da oben auf dem Miasma-Brunnen-Dings. Ja, das ist ein Dings, aber auf dem war unnötig. Auf dem Miasma-Brunnen Dings gibt es so einen Wiederbelebungspunkt. Und der ist, wenn du direkt daneben stehst, kriegst du Miasma-Zeit zurück. Jo. Ah, ja, ich sehe schon. Hier oben der Punkt. Hey, ich habe hier jetzt schon die Zeit zurückbekommen. Ja, weil du gerade was. Da kommt einer. Oh, der hat gesessen.
Oh, da kommt doch noch einer. Hilfreich ist es, wenn einer ihn blockt. Au! Das war ungünstig gerade. Wenn einer ihn blockt und der andere ihn von hinten kalt macht. Da kommt noch einer. Da ist noch einer. Bogenschützen! Baufen! Wieso? Wieso nehme ich die Fackel dafür? Weil du es kannst. Ich wollte ihn anzünden. So. So, hier runter geht's dann zum Boss. Genau. Ja, jetzt muss ich erstmal heilen. Stell dich mal hier neben, dann hast du gleich mehr erstmal Auffüllung. Und Steffen muss auch definitiv heilen. Ja, wenn wir jetzt einen Heiler hätten, der die Wasserauge hat. Aber haben wir noch nicht. Wenn ich mehr Fähigkeiten punkten hätte, mehr Fähigkeiten punkten. Hase, willst du einen Heiltrank? Okay, du hast halt einen eigenen, ist ja gut. Na los. Ab nach Hause, ab nur los. Ab nach Hause? Ab nach los. Also ich sag mal, wenn sich zwei Leute jetzt um den Gegner kümmern, ne, kann einer schon zur Wurzel hin und mit der Holzaxt drauf einhauen. Was für eine Wurzel? Die da in der Mitte steht. Ich kümmere mich um den Gegner auch. Diese Wurzel? Ja. Aua. Na, Holzaxt, sagst du? Au. Also mit der Holzfäller. Ausweichen, ja. So meinst du? Genau. Gott. Lass oh, ich hab mich an mich, ich bin Fernkämpfer. Ja, ja. Ich hab kein Zielwasser getrunken. Das war's. Sehr gut. Alles gut geklappt? Boden. Team. Go Team. Go Team, go. Kann ich den jetzt jeder looten, oder? Nee. Wir kriegen nur einen Kopf von dem. Oh. Okay. Und die Materialien musst du dann gucken, wer was gebrauchen kann und dem das zuteilen. Zuteilen. Also wenn jetzt zum Beispiel einen guten Bogen gefunden hast oder was weiß ich nicht. Ein Bronzeschwert habe ich nur. Bronze, wenn du es selbst benutzen willst, dann benutze es. Ja. Ansonsten würde ich mich freuen. Haben. Ansonsten würde ich mich für alles anmelden, was irgendwie schwertmäßig aussieht. Ich mich per Prinzip auch, auch wenn ich mit dem Bogen eigentlich kämpfen müsste als Waldläufer, weil ich bin Asiate, ich brauche ein Schwert. Oh Gott. Also, ne? Alles, was irgendwie nach Katana aussieht. So, lass uns mal hier noch ein bisschen. Also irgendwo. Kisten gibt es hier manchmal auch. Also, eine Kiste habe ich ja schon gefunden, eine normale. Fällt nicht ins Rote rein, das ist unangenehm. Ja? Ja. Ist das so wie Lava? Ja. Es reduziert deine Miasmaszeit relativ schnell auf Null. Und dann stirbst du. Stirb. Well. Ja, natürlich. Reingefallen? Nein, aber tot. Warte mal. Hier ist unten. Komm mal. Warte kurz. Kommst du da ran, Dirk? Ah. Ey, genau ins Loch gefallen. Was ist das für eine Scheiße? Das ist ihm ja noch nie passiert. Hier hochspringen. Nee, ich dachte zum Rot. Auch hast du noch Bären? Brauchst du Bären? Nee, ich hab nichts. Aber Wasser habe ich. Hier nimm mal Bären. Ich hab sonst Heiltränke. Ich hab dir mal Bären gegeben. Ist eine Beere. Du bist nicht du, Kürtel, du bist.
Ist ein Kötel, mach ein Kötel. Ich weiß nicht, du, wenn du hungrig bist. So, das war's dann. Wir können wieder hoch, wa? Kann man sich hier jetzt nicht porten? Hm. Du kannst dich jetzt hier porten, ja. Aber wir könnten noch gucken, ob hier noch genau. Leute sind. Ja, weil hier draußen könnten noch Leute sein, Kollegen. Oder wie hier eine Kiste. Eine Kiste. Oder eine Kiste, genau. Das ist die, die ich gesucht habe, gemeint habe. Der gesucht hat. Warte mal, wo war der? Ach, das. Haha. Abkürzung. Ey! Ey! Der absolute Troll. Lass mal hier noch ein bisschen rumgehen, ob hier noch was rumsteht. Den Leuten. Theoretisch kamen eigentlich sehr viele auf uns zu, aber ich weiß nicht, ob noch welche da sind. Naja, oder auch Sachen noch zum Kaputtschlagen, zum Looten. Ja. Looten. Ich höre jemanden, der. Da oben ist zum Beispiel einer. Steffen, kommst du mit? Aua. Hier oben ist ein Kollege. Achso, du hast auch einen gefunden. Ich komm. Achso. Ich komm auch zu Steffen hin. Ja, ihr macht das schon. Und da kommt noch einer angelaufen. Nee, warte mal, das war Mel. Steffen? In die Richtung sind noch zwei, wo ich jetzt gerade hingehe. Oh? Falls du Lust hast. Jo. Ich komme. Aua, du hast mich angeschossen. Hä, aber Friendly Fire müsste doch aus. Da oben kommt noch einer. Hey, da oben kommt noch ein Blut. Genau, hier rannte noch einer rum. Da ist der Kollege. Hier, yeah, komm her, du, ich geb dir, Jolli. Ich hole dir in die Fresse. Ich hole dir in die Fresse, Junge. Immer diese Aggression. Da oben ist noch einer. Oh, seh schon. Oh! Der Klassiker. Spitzhacke nehmen. Eisen mit Spitzhacke, Holz mit Axt. Nicht mit Holzhacke? Mann. Was ist denn jetzt hier los? So. Genau, alles schön kaputt hauen. Ja. Tschüss, Dirk! Tschüss! Was soll's das denn werden? Ich war etwas sprungenthusiastisch. Ui, da haben wir gefallen. So, ich glaube, das war's denn hier wohl gewesen, ne? Außer Spesen nichts gewesen. Meine Axt ist fast hinüber. Dann könnten wir jetzt zurück oder wir könnten hier weiter rennen noch und noch ein bisschen gucken. Nee, das lohnt sich nicht. Kriegst nichts raus. Lass uns das bitte selbst rausfinden. Okay. Oh, hier sind noch Wägelchen, die ich jetzt zerstören werde. Schön, wie wir synchron sind. Ach, er hat recht. Hab's dir ja gesagt. Ja, aber traue nie einem Dirk. Aha. Erstmal Überlebenstrank übersehen soll einfach, okay. Hab schon einen. Oh nee, ich überlebe auch so Miasma. Ich bin skilled. Oh, was zu lesen, was zu lesen. Ich hab mich festgewagt. Ich port mich schon mal nach Hause. Nee, warte. Na, warte mal. Das ist Blödsinn. Hol mich raus. Ja, hallo. Danke. Ich wollte doch mal hier hoch.
Mützel. War das Mützel eigentlich für irgendwas? Nicht viel. Okay. Ist also unwichtig eigentlich, ja. Es gibt nachher noch Leuchtblöcke, die man abbauen kann. Die man als Leuchtblöcke benutzen könnte. Klingt komisch, ist aber so. Hier glitzert irgendwas. Ist hier was zu finden? Ich habe kein Glitzergeräusch. Nicht? Nein. Oho! Ja, rot ist mir erstmal ungünstig. Wir sind noch nicht hoch genug im Level dafür. Ho, ho, ho. Also unser Hauptquartier ist noch nicht hoch genug im Level. Na dann, nach Hause, wa? Jo. Ach, hier oben ist die Kiste. Deswegen. Oder? Ah, ja. Blumenkiste? Ist hier oben die Kiste? Ach, nee. Halt, erstmal. Muss man erst raus. Keine Kiste. Na gut, ist keine Kiste. Ab wieder runter zum da, wo kein Miasma ist, und dann zum da, wo kein Miasma ist, den raus teleportieren. Huch, ich habe gar keine Map hier. Ach, der war irgendwo. Ich habe den Altar mal aufgewertet. Voll krass. Wo kriegt man so einen Funken eigentlich her? So einen Funken? Den kriegst du, indem du 10 Miasma-Seelen und Miasma-Flüssigkeit umbaust. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt bei ihm ist. Oder ob das ja später kommt. Kann sein, dass ich gerade vorgreife. Warte mal. Ja, nee, macht er nicht. Ist immer anders, wo es. Sammle Funken. Funkenmarienchen. Kurz. Ach Quatsch, ich bin dumm. Ja. Geht dir das auch endlich auf? Wir sollen nach links. Ah. Dahin und dahin. Ich würde mal die Zauber in die eine Truhe hier reintun. Mel, vielleicht kannst du die wieder nehmen oder sowas. Kann ich machen. Wenn du sie brauchst. In welche Truhe? Warte mal, ich wollte doch jetzt gerade was bauen. Ich wollte Garn bauen. Garn. Dann wollte ich das Bett hochnehmen. Wollte ich hier hin? Wollt uns ein neues Bett bauen, welches besser ist. Betten. Hat mehr. Die Betten sind übrigens dafür da, also wenn wir alle auf dem Server sind, wird die Geschwindigkeitszeit ist 60. Wenn wir alle auf dem Server sind, wird die dann durch 3 geteilt. Das heißt, wenn sich einer ins Bett legt, wird die Geschwindigkeit um 20 in der Nacht beschleunigt. So ist die Logik. Das heißt, wenn wir 3 Betten hätten, würden wir halt volle Beschleunigung haben. Ansonsten, wenn sich einer hinlegt, halt nur halbe Beschleunigung oder dritte Beschleunigung. Oh, ein Fall schludert, egal. Was sollen wir denn jetzt machen? Achso, was ist die nächste Quest? Oh, ich habe ja Punkte zum Verteilen. Oh, was? Oh ja, stimmt. Ich bin ja, glaube ich, auch aufgestiegen. Und ich müsste mir ein paar Pfeile machen. Du gehst Richtung Barbar. Okay. Hey! Ja, dann gehe ich erstmal so weit, dass ich dann irgendwann hoffentlich heilen kann, wa? Was haben wir jetzt hier? Yes. Wie viele Punkte habe ich? 3 habe ich. Das mache ich. Das macht er. So, ich habe jetzt Stärke 2. Das ist richtig stark.
Ist er jetzt zu holen? Ich fäll nur ein bisschen Holz. Wollte kurz mal. So, hier sind. Das Schöne ist, nachts sieht man die Glühwürmchen am besten. Allerdings siehst du die Wölfe nicht so gut. Sind denn davon deswegen auch so viele da? Deswegen komme ich nämlich mal zurück wieder. Nämlich gerade gar keinen Bock. Können wir einen Gleiter bauen? Was brauchen wir für einen Gleiter nochmal? Ich habe keinen Greifhaken. Greifhaken wäre auch sinnvoll, ja. Warte mal, das müsste doch eigentlich nur Schrott sein, Greifhaken, oder? Garn und Schrott. Das heißt, wir haben noch 16 Metallschrott, wir könnten uns jeden einen Greifhaken bauen. Greifhaken. Müssen halt jetzt noch ein bisschen Garn bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann einen Greifhaken für den Dirki. Dann gehe ich Richtung Tank und Kampfmagier. Dann mache ich mir mal auch einen Greifhaken. Mach das mal. Geht nicht, wir haben nicht genug Garn. Ja, dann musst du Garn bauen. Kannst du doch bauen, einfach so in der Tasche. Weil wir haben ja das ganze Zeugs in der Kiste. Kannst du direkt bauen. So, was brauchen wir noch für den Gleiter? Tierfälle, Miasma, Sporen. Das heißt, Gleiter könnten wir uns auch alle einen bauen. Na gut, Tierfälle brauchen wir nochmal. Wir haben nicht genug Sporen für noch einen Haken, ne? Was? Ich habe mir gerade einen gemacht, jetzt reichen die Sporen nicht. Dann müssen wir nochmal. Ja. Müssen wir noch Sporen. Hast du schon gebaut, Steffen? Nee. Da müssen wir noch ins Miasma und müssen noch mal Sporen holen. Hat Dürki also gelogen? Ich habe nicht nachgerechnet gehabt bei dem. Du hast gesagt, das reicht. Ja, ich habe gelogen. Dann such mal dir mal ein paar Schrott. Ich hatte glaube ich, nur nach dem Metallschrott geguckt gehabt. Meine Schuld. Mea culpa. Mehr Sporen. Es ist wieder Tag. Ja, los. Jetzt sind ja die Kollegen da unten wieder gespawnt. Beim Haus. Ach so, die werden schon losgerannt. Ja, alles klar. Ich wiederbelebe euch dann, ja? Wenn ihr runterfallt. Ja, das wollen wir doch hoffen. Obwohl ich nicht der Heiler bin, ne? Ja, aber wenn der Heiler stirbt, wer heilt dann den Heiler? Wir sind keine mehr jetzt da. Lass uns doch mal hier in Richtung weitergehen oder sowas. Ja, hier unten geht's noch weiter. Ja, hier ist ein Schild für dich, Dirk. Schild. In dem Typi. Sehr gut. Bitte. Sehr gut. Kommt ihr? Ja, ich muss noch ganz ein Schild anlegen. Brauchen wir noch mehr Flüssigkeit? Immer. Warte mal, das Holzschild hat. Das Holzschild ist besser als das Schild. Hast du es mal verglichen? Ja, war bei mir besser. What? Das normal, das Schild, was ich eben gerade gekriegt habe, hat einen Block und 7 Parieren. Mein Holzschild hat 2 Block und 10 Parier. Dann hast du ein besonderes Holzschild vielleicht. Ne, ich hab's gebaut. Ja. Genau. Die geht schon wieder raus aus dem Miasma. Wolfi! Aber Wölfe wollen wir nicht. Wir wollen Sporen. Da ist einer, zwei. Nee, nur einer. Bogenschütze.
Ja, wenn ihr mir nicht vor die Pfeile laufen würdet, könnte ich auch mal schießen. Ist egal, du triffst uns nicht. Ja, aber ihn auch nicht. Wirklich? Ja. Vorsicht, da in irgendwo in der Nähe ist rotes Miasma. Mhm. Das dürfen wir noch nicht. Genau. Ich glaube, wenn wir jetzt zur Brücke zurück, also Richtung Brücke laufen, also hier mal zurück, glaube unter der Brücke lang gehen, ist, glaube ich, schwächer gegen. Schwächer.